Herzlich willkommen in der Mindnapped Weihnachtsbäckerei. Live aus unserem Studio in Düsseldorf. Heute backen wir für euch ein Weihnachtsvideo. Bevor wir anfangen, schauen wir auf das Rezept und stellen sicher, dass wir alle Zutaten und Utensilien griffbereit haben. Hier als erstes die Weihnachtsstimmung, 250 Gramm abgewogen, feinste Qualität. 90 Gramm gute Laune, schön süß, 125 Gramm Videoschnitt, eingeschlagener Drehtag, unglaublich wichtig für die ganze Geschichte und natürlich die winzige Prise Humor. Was wir nicht auf dem Tisch haben, sind die Schnittbilder, die möchte ich euch ganz speziell zeigen. Sie dienen der Dekoration und müssen besonders vorbereitet werden. Als nächstes geben wir die Zutaten in eine große Schüssel, um sie dann später in der Küchenmaschine zu verrühren. Was du immer bereithalten solltest? Ein Regisseur, die richtige Kamera, einen guten Ton und Licht. So erhältst du einen Teig ganz nach deinem Geschmack. Das Ganze gut verkneten und ruhen lassen. Nimm jetzt die Schnittbilder und teile sie in wenige Frames große Stücke. Diese Schnipsel geben wir in die Schüssel und lassen sie an einem warmen Ort für eine halbe Stunde gehen. Mit einer Filmrolle bringen wir jetzt den Teig in Form und stechen passend zum Rezept 16:9 förmige Plätzchen aus. Verteile die Plätzchen auf dem Backblech und gib die vorbereiteten Schnittbilder darüber. Heize deinen Backofen auf 5600 Grad Kelvin bei Ober- und Unterhitze bzw. 3200 Grad Kelvin bei Umluft vor. Dein Weihnachtsvideo muss jetzt in den Backofen und da 15 Minuten rendern. Et voilà! Frohe Weihnachten! Und guten Rutsch!